Ach ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich hasse es. Zeitspiel. Wie war denn das? Also da hinten jedenfalls ist eine Tür. Und die wird sich öffnen. Ja, ich glaube da... Ich gucke mich erstmal nochmal so um. Also wenn wir hier das Rad bedienen, jedenfalls wird sie sich öffnen. Und dann müssen wir uns ganz doll beeilen, wenn wir da noch rankommen. Sieht es nicht toll aus. Mädel? Ja. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die kann sie auch nur in Tomb Raider 5. Okay. Achso, hier ist einfach nur schräge. Kommt man nicht lang. Da oben kommt man auch nicht lang. Ein Fake-Weg. Aber ja, hier müssen wir dann... Da müssen wir drauf. Da müssen wir lang. Das ist die Tür, meinte ich, wollte ich sagen. Toll. Das wollte ich eigentlich machen. Liegt hier noch irgendwie was? Nein. Na gut. Wo ist denn der auch hingebaut, hier der Weg? Okay, na dann wieder zurück. Oh, okay. Au. Gut. Und dann werde ich jetzt aufgrund der Tatsache, dass man sich immer wieder neu davor positionieren muss und immer wieder hochklettern muss, werde ich mich einfach jetzt hier hinstellen. Speichern. Na, das Problem ist, ich weiß nicht, wie oft man dran drehen kann, bis es ganz offen ist. Ich glaube, so oft war das gar nicht. Das war doch schon mal ein schöner Fail. So, nochmal. Viermal reicht locker. Ja. Ich habe noch nicht mal gesehen, wie knapp es eigentlich war. So ein Mist. Ich glaube halt, wenn man da oben langläuft, was ja der Weg eigentlich so ein bisschen impliziert, das dauert zu lang. Los, 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 los. Nein, 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 nein. Verdammt. Einfach nur... Oh. Oh, nein. Ja, das ist das Problem, weil ich halt erstmal wieder auf die Tastatur gucken muss in dem Moment, um die Kriechentaste zu finden. Und dieser kurze Augenblick ist es, in dem ich nicht sehe, wo ich Lara hinsteuere. Oh, verdammt. Ah, okay, da muss ich noch einen Schritt mehr machen. Ach ja. Wann werde ich es schaffen? Und ich weiß auch gar nicht, ob sie sich da eigentlich an der Stange automatisch festhält. Los, 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 los. Oh, oh. Und jetzt kommen noch die blöden Fledermäuse dazu. Mann, 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 Mann. Ja, wenn man jetzt hier im Eifer des Gefechts einfach nur runterrutscht, war natürlich alles umsonst. Toll, oder? Moment, wie war denn das jetzt? Ja, da oben war der Schalter. Ach so, auf der Seite war das. Ja, ganz vorsichtig. Ich speichere, sicherheitshalber. Genau.
Mist, ich dachte, hier wäre noch irgendein Geheimnis. Ich weiß nämlich nicht, wo das dritte Geheimnis war. Jetzt haben wir diese Tür aufgemacht. Oder auch nicht, ist das jetzt schon, kommt das jetzt schon zum Erliegen? Nee, noch nicht. Ich wollte gerade sagen. Also, weil wir jetzt da irgendwie dieses Schleusentor geöffnet haben, wird jetzt das Wasser so ein bisschen umgeleitet. Irgendwie so. Also, ich glaube, so ganz verstanden habe ich das irgendwie nicht das letzte Mal. Naja, vielleicht ist es ja diesmal besser, wenn ich da jetzt mal ein bisschen mehr drauf achte. Na, okay. Ja, diese Kameraperspektiven hier ständig. Ja, also scheinbar ist es jetzt, achso, ich könnte noch mal gucken, ob hier irgendwie im Wasser noch irgendwas ist, aber ich glaube, hier war nichts weiter. Also im Sinne von Medipacks oder so. Nee. Das ist nur dieses eine Viereck, wo es dann nach unten geht. Okay. Gut, also. Dann gucken wir uns das erstmal alles von Land aus an. Und inzwischen bin ich übrigens doch ganz froh, dass wir nicht da die Mühle an sich betreten können, also die Insel, wo die Mühle drauf ist. Weil da waren ja vorhin diese Wechselbälger wieder. Da habe ich jetzt nicht so viel Lust, denen nochmal zu begegnen. So, hier war die Feuerfalle, oder? Sieht jetzt so aus, als wäre die wieder aus. Aber das kann natürlich auch täuschen. Nee, scheinbar ist sie jetzt aus. Ja, auf die Idee muss man halt auch erstmal kommen. Okay. Hier ist einfach nur eine Wassergrube. Ah, das heißt, man hätte es sich so Kamikaze-mäßig auch holen können. Was war das denn? Aber hier komme ich nicht raus, oder? Doch, hier komme ich auch raus. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, in noch einer zweiten Wassergrube. Toll. Und was ist da drüben? Ja, also hier war ich auch immer überfordert, so ein bisschen mit der Orientierung und dem ganzen Mädchen. Oh nein, was ist das denn jetzt? Sie hat sich gerade die ganze Zeit von alleine gedreht. Das war merkwürdig. Ach so. Wieso habe ich das vorhin nicht gesehen? Okay, na gut. Wir haben jetzt das Geheimnis, das ist die Hauptsache. Und hier fließt jetzt das Wasser lang. Ja, wo fließt es denn hin? Gucken wir uns das alles mal an. Also hier steht jetzt das Wasser. Das ist schon mal interessant. Obwohl das Mühlrad sich noch dreht. Ist ja komisch. Vielleicht ist die Strömung einfach nur seichter geworden. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich gleich niesen muss. Das ist natürlich sehr unpraktisch. Okay. Ja, da hinten war ich doch auch schon. Kann ich eigentlich...
Ich bin gerade schon wieder zusehends hier verwirrt und überfordert. Also hier fließt das Wasser jetzt nicht mehr lang. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass wir da konkret durchkrauchen können. Warum sollten wir auch? Aber da können wir jetzt durchkrauchen. Ach so, nee. Das ist nur das Holzfenster. Okay. Also das heißt, es kommt von dem Holzfenster. Das war ja quasi der eine Weg dort an der Seite. Das fließt jetzt irgendwie da lang. Nee, aber so ganz habe ich das noch nicht verstanden, wo jetzt hier das Wasser eigentlich hinfließt. Vielleicht verteilt es sich jetzt hier mehr. Und deswegen ist die Strömung nicht so stark. Ah, dann haben wir jetzt rein theoretisch schon unsere Aufgabe erfüllt. Ist alles ein bisschen merkwürdig. Okay, jedenfalls können wir uns da jetzt rausziehen. Und wir können noch in den einen Gang da reintauchen, den wir zwischendurch gesehen haben. Das mache ich jetzt erstmal. Weil eins von beiden ist bestimmt noch Geheimnis. Irgendwie. Wir brauchen ja noch eins. So. Okay. Das sieht doch ganz gut aus. Ja. Yes. Und damit haben wir schon wieder alle drei, oder? Ja, na sehr schön. Finde ich gut. Das bedeutet nämlich, der Level ist auch nicht mehr so lang. Ja, also an sich habe ich den Hauptteil hier irgendwie länger in Erinnerung. Was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass man halt relativ lange braucht am Anfang, um sich zu orientieren. Und um sich zu überlegen, wo man eigentlich hin muss. Wie lang? Gucken wir noch mal kurz den Gang mit der Strömung an. Und dann können wir da gerne zurück. So. Okay, die Strömung ist sauber fake. Aber zumindest ist hier drin keine Strömung. Na gut. Achso, und hier kommen wir nicht durch, genau. Okay, dann geht's wieder zurück. Und dann, ja, wenn ich mal mich entscheiden könnte, wo zurück ist. Ach. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Es waren jetzt bestimmt wieder 6 Parts oder so für den Level. Ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, ich brauche immer echt wahnsinnig lang für die ganzen Level. Da wollte ich lang, genau. Also ich glaube, bei den anderen ist es immer so maximal 6 Parts von einem richtig langen Level. Der jetzt hier war eigentlich noch, sag ich jetzt mal, ja. Also er gehörte schon mit zu den längsten, aber es gibt noch längere. Es gibt noch bedeutend längere. Es gibt auch einige lange, auf die ich mich schon sehr freue. Okay.